vor knapp 30 Jahren, wo Augusta Raurica ein Ort war, den man zwar gut kennt in der Region, als ich hierher gekommen bin, war das ein Schlummerbetrieb eigentlich, aber lediglich bei den Schulklassen bekannt. Vor allem die archäologische Forschung hat gelitten darunter, dass in den 60er und 70er Jahren durch den grossen Bauboom sehr viel graben worden ist. Und not is no haben wir dann das Augusta Raurica besser können erforschen. Und mit diesen Resultaten haben wir mehr und mehr auch können das Publikum einbeziehen, indem wir nämlich mit verschiedenen Anlässen, mit Führungen, ja sogar heute mit dem Römerfest, auch ein bisschen können etwas erzählen über das, was wir entdecken und auch mit einer Forschung können herausfinden und interpretieren. Ich habe gerne das auf den Punkt gebracht mit der Aussage, wir wissen viele Geschichten, die vor 2000 Jahren stattgefunden haben und müssen die übersetzen in einen Spruch, der interessant wird für die Leute. Ja, die Forschung ist natürlich der eine Aspekt und auch das Vermitteln. Ich glaube, Augusta Raurica ist auch ein faszinierender Lebenskulturort hier in der Region. Und die Faszination, die die Leute haben, wenn sie hier auf Augst kommen, das ist auch die Herausforderung, die wir möchten in Zukunft tragen. Mit den Geschichten, die man aus der Forschung heraus hat, mit den Möglichkeiten, die wir mit der Publikumsarbeit haben, mit dem wunderschönen Theater, wo wir Aufführungen machen können, das ist eigentlich das, was auch Augusta Raurica in der Zukunft sein soll.